Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Wir sind mit James Sunderland hier zuletzt mit diesem Paddelboot über den Toluca Lake gefahren und oder geschwommen, gepaddelt, wie auch immer. Jetzt gehen wir über eine Brücke und ich glaube, wir kommen jetzt zum Hotel oder so. Auf jeden Fall sucht er einen bestimmten Ort oder wir haben irgendwas gefunden. Wir sind auf jeden Fall aus der Kanalisation hier draußen und ja, mal gucken. Mal gucken, was jetzt hier ist. Ich glaube, es ist das Hotel, wo er mit seiner Frau früher immer war. Und damit hat er ja den Ort dann auch gefunden, den er gesucht hat. So, wir finden wieder eine Karte. Wir finden eine Lakeview Hotelkarte. Okay. Waiting for you. Es sind 312. Ich warte auf dich. Was ist das? Zimmer 312. Das ist das Zimmer, das Mary und ich bewohnten. Mary, bist du hier? Oder vielleicht? Ich habe eine Karte des Hotels für Gäste. Ja, super. Also sind wir doch noch nicht ganz durch, denn wir haben noch das ganze Hotel vor uns, oder was? Also wollen wir direkt dahin? Oder wollen wir auch noch die anderen Zimmer abklappern, oder wie? Ich weiß nicht. Wo können wir denn jetzt hier hoch? Anscheinend sollen wir da ja direkt hin. Wir wollen, können die Lobby. Wir können vielleicht den Fahrstuhl benutzen. Oder die Treppe benutzen. Können wir auch die Treppe benutzen? Cloakroom. Jetzt sind wir im zweiten Stock. Sehr viele Zimmer. Ja, okay. Was ist mit diesem Cloak-Ding? Ist da was? Da ist eine Klingel. Ich glaube, auch wenn ich läute, wird niemand kommen. Klingel doch mal. Wird mich nicht wundern hier. Wird mich nicht wundern, wenn sie gleich klingelt. Oh, ich habe irgendwie Schiss hier, obwohl hier alles gerade so still ist. Aber vielleicht auch gerade deswegen. Ich rechne halt die ganze Zeit mit Monstern. Abgeschlossen. Heißt das, wir müssen erstmal den Schlüssel finden? Was? Oh, habt ihr das gehört? Ich habe James gehört. Sie hat James geflüstert. Oh mein Gott, wie gruselig. Oh, da können wir sogar durch. Hallo? Was ist denn hier, ey? Ist dieser Ort überhaupt real? Oh. Kaputt. Da können wir durch. Wow, ist das gruselig hier. Unheimlich. Wo guckst du hin? Ach so. Gesundheitsdrink. Und? Gewehrpatronen. Oh, super. Hier ist der Fahrstuhl. Kaputt. Kaputt. Abgeschlossen. Kaputt. Okay, wir suchen irgendwie voll die Schlüssel hier, aber ich blick gerade noch nicht ganz durch, wo, wie, was hier eigentlich ist. Welche Tür hatte ich denn jetzt schon, welche nicht? Also da geht's sowieso nicht weiter. Da geht's lang. Dann geht's aber wieder nach oben. Da kamen wir ja nicht weiter. Ja, dann kann ich ja nur wieder durch den Flur und auf diese ganz andere Seite mit den 200er-Räumen hier nochmal rüber, oder? Man könnte natürlich auch nochmal gucken, ob der Fahrstuhl überhaupt geht und dann nochmal nach unten gehen. Kompliziert hier. Drücke auf den Knopf, aber es tut sich nichts. Na toll. Ach so, die Seite war das nicht. Dann war das die Seite, ne? Ja. Oh Gott, so verwirrend hier. Ja. Wo jetzt hin? Nach rechts nochmal, genau.
Rechts, 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 rechts. Und hier dann nochmal alles abklappern. Auch wenn es hier unheimlich ist. Kaputt. Da ist was mit dem Schild. Oh, offen. Irgendwo muss es ja mal offen sein. Hallo? Okay. Schrotpatron. Patron für die Pistole. Und ein Koffer? Ein Koffer. Die Aktentasche ist verschlossen. Oh, das erinnert mich gerade an den, Ich kann im Hörer nichts hören, ob die Telefonleitung vielleicht durchgeschnitten ist. Ich weiß es nicht. Ja, hol dir mal das Erste-Hilfe-Ding, sonst lenkt mich dein Blick immer so ab. Oh, ich habe Angst, dass hier noch Geräusche kommen. Da ist nichts in der Schublade. Vor allem, weil das so ein Vorhang hier ist. In diesem Notizbuch steht nichts Interessantes. Aha. Kannst du hier noch irgendwas finden? Wenn ich mal so bedenke, dass man im Krankenhaus immer so Räume, auch im ersten Teil... Ich meinte gerade eben mit dem Koffer hier Dr. Kaufmann. An den erinnere ich mich gerade aus dem ersten Teil, wenn ich das so sehe. Oh, ich bin voll angespannt hier. Ich mag das hier gar nicht. Das ist so unheimlich. Ich habe Patron für die Pistole. Patron. Das ist ja super. Ein Bild dieses Hotels. Okay. Und noch eine Tür, die offen ist. Hallo? Was ist hier? Oh, hier liegen irgendwelche Notizen. Auf dem Schreibtisch liegt ein aufgeschlagenes Buch. Sieht aus wie ein medizinisches Buch. Ich hab schon genug medizinische Bücher gelesen. Keines von ihnen hat mir je etwas genützt. Du hast hier aber genug gesehen in dieser Welt. Hier gibt es nichts, was besonders nützlich aussieht, um dass ich jeden Scheiß mir angucken würde. Also ich meine, man weiß ja nie, was man so findet an Indizien. Schrotpatronen. Da ist ein Buch. Es sieht nicht so aus, als könnte es von irgendeinem Nutzen sein. Aha. Hier gibt es Touristenbroschüren. Ich bin daran jetzt nicht interessiert. Vielleicht von der Stadt Silent Hill, an deinem seltsamen Ort. Von deiner Frau Mary. Da ist ein Buch. Ja, ja. Nichts Interessantes hier. Guckt er nicht noch irgendwo hin? Nee. Okay. Was ist denn da? Also die Perspektive ist schon echt krass hier in diesem Spiel. Das ist schon echt sehr fies aufgebaut, finde ich. Und es würde mich nicht wundern, wenn das Ganze hier noch in die Parallelwelt sich ändert und wir diesen ganzen Kram hier nochmal durchforsten müssen. Kaputt? Kaputt. So, wo muss ich jetzt hin? Direkt weiter geradeaus könnte man machen. Vielleicht ist da ja auch nochmal offen. Ja, natürlich ist da auch noch offen. Kaputt. Boah, diese Flure sind auch ohne Monster unheimlich genug. Kaputt. Hier ist so ein Safe oder so. Abgeschlossen. Kaputt. Abgeschlossen. Alles, was abgeschlossen ist, bedeutet, wir müssen es wieder aufschließen. Ja, darauf freue ich mich ja jetzt schon. Vor allem, wenn das sich alles noch in die böse Alternativwelt vielleicht ändert. Könnte ja sein. Tja, ja. Auf jeden Fall haben wir dann die Gänge schon mal abgeklappert und wissen, wohin. Ich gehe jetzt nochmal in den ersten Stock und klapper da auch nochmal alles ab. Bin ich dann hier richtig? Ja. Oh Mann, und ich dachte jetzt... Jetzt geht's richtig los hier.
Aber wir sind ja schon mal an diesem Ort. Irgendwie. Boah, ist das unheimlich hier mit der Musik auch noch. Oh, offen. Oder waren wir da schon? Wow. Wow. Guckst du da noch hin? Du guckst bestimmt hier hin. Toilettenpapier, das brauche ich jetzt nicht. Patronen, 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 Patronen. Für eine Menge Monster. Was auch immer noch auf uns zukommen mag. Ein Wäschewagen. Es ist nichts nützliches drin. Oh Mann, ich kann nicht mehr reden, ey. Irgendwie, hier geht's doch noch um die Ecke, oder nicht? Es sieht immer so aus, als könnte ich hier nochmal um die Ecke. Oder auch nicht, okay. Dann sieht das wohl noch immer so aus. Warum waren jetzt hier Monster und da aber hinten nicht? Das ist doch auch komisch. Kapiere ich irgendwie nicht und... Oh. Ja. Schön. Pappkarton, es ist nichts drin. Gut. Kaputt. Kaputt. Wieder raus. Ja, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Oh Gott, in die Lobby vielleicht? Die ist schön groß. Zum Beispiel, da ist auch so ein Giftshop und so. Ist voll nett da. Oh, warum muss ich das immer machen? Kameraperspektive, bitte änder dich. Änder dich, änder dich. Oh. Mann, und hier kann man speichern. Ah. Was haben wir denn hier? Da ist eine rechteckige Vertiefung. Vor der Vertiefung ist ein Schild, auf dem etwas eingraviert ist. Wenn das verlorene Teil zurückgebracht wird, dann wandelt sich der saure Ton in süße Harmonie. Willst du die Spieldose spielen lassen? Also das ist der saure Ton. Das klingt nicht ganz richtig. Ist diese Spieldose kaputt oder vielleicht... Oder vielleicht was? Nix vielleicht. Hier hängt ein Gemälde. Es ist nichts Ungewöhnliches dran. Was haben wir hier? Hier gibt es nichts, was besonders nützlich aussieht. Aber hier ist was. Was ist hier? Mr. James Sunderland, das Videoband, das Sie vergessen haben, wird im Büro im ersten Stock aufbewahrt. Aha. Ist ja interessant. Da ist eine Klingel. Ich glaube, auch wenn ich Leute, wird niemand kommen. Zu viele Klingeln. Nicht gut. Hier ist ein Schlüssel. Es sind keine Schlüssel im Schlüsselkasten. Da ist doch einer. Ich habe den Schlüssel zu Zimmer 312. Der Schlüssel zu dem Zimmer, das Mary und ich bewohnten. Aha. Aha. Hier gibt es nichts, was besonders nützlich aussieht und so. Hier ist aber noch was um die Ecke. Eine Tür. Kaputt. Das Telefon scheint kaputt zu sein. Es ist unheimlich hier. Ich finde das... echt unheimlich hier. Kaputt. Ja. Wieso laufe ich jetzt eigentlich rum, ohne zu speichern? Ich bin auch ein bisschen blöd, ne? Wo sind wir denn hier? Oh. Der Raum ist sehr groß. Was ist das hier? Ich habe den Schlüssel Fisch.
Was? Ein leerer Teller, ein Messer und eine Gabel. Das ist alles nichts Interessantes. Nee, du hast doch gerade einen Schlüssel gefunden. Das ist doch interessant. Oh mein Gott. Laura. Did I scare you? Ja, hast du. Yeah, you did. Boah. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Okay, ein Brief von Laura, von Mary. Liebste Laura, ich habe diesen Brief Rachel anvertraut, damit sie ihn dir gibt, wenn ich gegangen bin. Ich bin jetzt weit weg, an einem stillen, wunderschönen Ort. Bitte vergib mir, dass ich mich nicht bei dir verabschiedet habe. Pass auf dich auf, Laura. Sei nicht zu streng zu den Schwestern. Und Laura, was James betrifft, ich weiß, dass du ihn hasst, weil du meinst, er wäre nicht nett zu mir, aber gib ihm bitte eine Chance. Es stimmt, dass er manchmal etwas grob ist und nicht oft lacht, aber im Innern ist er wirklich ein sehr netter Mensch. Laura, ich liebe dich wie meine eigene Tochter. Wenn sich die Dinge anders entwickelt hätten, hätte ich dich gerne adoptiert. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 8. Geburtstag, Laura. Deine Freundin für immer, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one Mary... I must have dropped it. Laura? I gotta find it! Laura! Wow, okay. Laura hatte mich echt gerade erschreckt, aber ich finde es toll, dass sie den Brief aufbewahrt hat. Hier ist ein Klavier. Ja, nichts weiter. Gut, dann gehen wir auch mal raus. Nein, nein, nein. Was? Nein, wo kommt der denn her? Nein. Scheiße. Nein. Wo gehe ich hin? Nein, nein, nein. Scheiße. Nein, lass mich los, lass mich los, lass mich los. Lass mich vorbei! Lass mich vorbei! Oh Gott, wo kommt der denn her? Scheiße, wohin mit mir? Scheiße, wohin? Oh, wohin? Oh Gott, ich weiß nicht, wohin. Oh, ich gehe jetzt nochmal... Wo muss ich denn überhaupt hin? Und... Scheiße. Boah, hat mich das Vieh erschreckt. Was macht denn hier der... Das Spülbecken-Vater-Ding von Angela. Scheiße, ich dachte, das hätten wir getötet. Also ins Restaurant will ich ja nicht, da komme ich ja gerade her. In der Lobby war ich gerade, genau. Ins Restaurant brauche ich auch nicht. Wo muss ich denn hin? Ich gehe jetzt nochmal hier rechts rein. Weg hier. Oh, Leute, hier kommen voll die Viecher und mir geht's voll schlecht. Also Schlüsselfisch mit fischförmigem Schlüsselring lag auf dem Tisch. Ja, 312, da kommen wir aber doch nicht hin. Das ist ja direkt der Schlüssel fürs Zimmer, aber wir können damit das Gitter nicht aufmachen. Ich weiß auch nicht. Ja, Leute, übertreibt's nicht.
Ganz ehrlich, ich hab Angst vor euch. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Jetzt kommen hier auf einmal voll die Monster überall. Warum? Es war so klar. Es war so klar. Was mache ich denn jetzt? Ich würde eigentlich ganz gerne mal speichern. Wieder mal. Weiß aber gerade schon wieder nicht mehr, wo das eigentlich war. Scheiße. Da ist doch das Vieh jetzt. Also Gift Shop. Ja, das war bei der Lobby. Aber warum ist da die Note? Ach doch, das war die Lobby. Also im Restaurant, da war jetzt das Klavier. Ich habe mich jetzt irritieren lassen. Und da, wo die Note ist, ist nicht das Klavier, sondern dieses Spielmelodie-Dingsbums. Und da können wir auch speichern. Komisch, dass das hier aber nicht eingezeichnet wird. Oh, das schaffe ich jetzt noch schnell. Komm, das schaffe ich noch, dass ich jetzt hier schnell rausrenne und da um die Ecke gehe. Hallo. Gar nicht gruselig. Jetzt sind hier auch voll die Monster und so. Gott sei Dank kann ich hier aber speichern. Und dann würde ich sagen, laufen wir hier die Treppe einfach hoch, weil so kommen wir ja auch nach oben. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.